Gut, scheinbar macht es nichts, wenn wir Gebäude verlieren. Oh man, eigentlich darf ich mich gar nicht hiermit aufhalten. Wir müssen dringend nach Peking und dieses Teil da zerstören, beziehungsweise Molotow dahin bringen. Wo ist ein Molotow? Molotow? Ach, steht da versteckt. Okay, ja, das lasse ich mal alles hier. Ich ziehe mich jetzt mal zurück. Haben wir hier eigentlich auch so eine Cyborg... Ne, zum Reparieren habe ich gar nichts. Zum Reparieren kann ich aber hier was bauen. Mal eben gucken. Fury, wir haben hier den Sturm. Die bringen uns aber alle nicht so wirklich was. Zwei Apoll baue ich mal. Okay, die Azois sind... Ja, die sind schon geupdatet. Beziehungsweise gelevelt, wie auch immer. Warum arbeitest du nicht? Geh wieder an die Arbeit. Gut. Die beiden Apoll auch mal in die Basis. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die anderen machen. Einer kann Cyborgs bekehren, das weiß ich noch. Der Sturm kann so einen komischen Nanopartikelsturm rufen, der alles beschädigt, was in der Luft rumfliegt. Und die Furie sprengt sich in die Luft, wenn die zerstört wird. Aber ich glaube, das ist alles nicht so wirklich nützlich für unser Vorhaben. Na gut, aber so schnell geht die Zeit auch nicht. Im Sekundentakt oder so. Ich denke mal, wir füllen unser Bevölkerungslimit mal auf und dann blase ich zum Angriff. Derzeit können die Apoll hier nochmal eben alles reparieren. Soweit haben wir es auch gar nicht dahin. Gegnerische Ares, die sind aber auch nicht gelevelt. Ich denke mal, wir schaffen das. So, wir sind bei 79. Was braucht noch? Minotaurus 2. Die brauchen auch 2, ja, Bevölkerungs... Ne, Minotaurus ist da. Aber auch Bevölkerungskosten 2. Das heißt, wir sind jetzt bei 83. Hier baut doch... Ja, da baut noch was. Achso, hier ist kein Platz mehr. So, jetzt sind wir bei 85. Packen wir die alle wieder in ein Team, dann ist das jetzt wieder Gruppe 1. Und die beiden Apoll, die können wieder Gruppe 2 sein, die kann ich mal hinterherziehen. Und dann marschieren wir mal los, würde ich sagen. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Da. Ja, die Apoll nehme ich direkt mal mit. Die können ja während der Schlacht auch reparieren. Irgendwas reparieren die doch auch gerade hier noch. Wem fliegen die denn hinterher? Achso, dem Pandora da, der ist beschädigt. Oh oh. Das ist schon mal Peking. Das war Peking. Wie kommen wir denn jetzt hier rein? Da ist eine Mauer. Kaum Zeit, sie zu zerstören, okay. Na gut, wir müssen wohl oder übel durch diese Mauer, schätze ich. Oh, wir sind schon durch die Mauer. Das ging schnell. Na gut, wo ist die Zeitmaschine? Da. Steht uns jetzt noch irgendwas hier im Weg? Türme? Ein paar feindliche Einheiten noch. Apoll, wo seid ihr? Okay, Apoll reparieren. Hier sind auch wieder die chinesischen Luftstreitkräfte. Gut, gut, das sieht gut aus. Wo ist Molotow? Molotow, hier, komm her. Dich sollen wir zur Zeitmaschine bringen. Und eine Zwischensequenz. Eine Schande, diese eindrucksvolle Maschine zu zerstören. Aber unsere Feinde dürfen nicht mit der Geschichte spielen. Jetzt, wo ich die Pläne der Maschine habe, werde ich verschwinden, ehe alles in Flammen aufgeht. Und das ist eine gute Idee. Und jetzt wird sie in die Luft gesprengt, oder was? Ja, scheint so. Keine Angst, Molotow. Neu-Russland kann nicht auf einen so brillanten Soldaten verzichten. Unsere Wissenschaftler können fast alles reparieren. Aber können sie auch einen Menschen reparieren? Und tschüss, Molotow.
So, ich denke mal, damit haben wir unser Ziel erfüllt. Molotow haben wir leider verloren, aber... Oder haben wir es noch nicht erfüllt? Scheinbar haben wir es noch nicht erfüllt, aber was haben wir denn noch für Ziele? Major Molotow müssen beide überleben. Aber da hatten wir ja gerade keinen Einfluss drauf, ob er stirbt oder nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind fertig. Ich habe keine Ahnung, ich mache erstmal... Ach, zwei Gebäude müssen noch erobert werden. Okay, jetzt haben wir unser Ziel wieder nicht erfüllt. Wir brauchen noch zwei neue Cyborg-Fabriken. Ich hoffe mal, hier aus Peking kommt jetzt... Kommen jetzt keine Truppen mehr nach, wenn ich hier wieder weggehe. Na gut. Dann brauchen wir auch mal eben neue Priester. Was kann ich denn jetzt hier? Gedankenkontrolle. Erholungsrate von Priestern, ja. Kann ich vielleicht auch nochmal eben kaufen. Na gut, Cyborg-Fabriken haben wir hier ja noch genug. Und da ist mir das Spiel schon wieder abgekackt. Na toll. Kurz vorm Ende. Naja gut, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt kann es endlich weitergehen. Ich hoffe, ich habe das Problem jetzt behoben. Ich habe im Internet nochmal rumgeforscht und habe den Tipp gefunden, das Spiel auf eine andere Festplatte zu installieren. Also nicht auf C, sondern ja, ich habe es jetzt mit auf die Aufnahmeplatte installiert. Und die Tests sind positiv verlaufen. Ich hoffe, wir können das Level jetzt beenden, ohne weitere Abstürze. Allerdings ist es jetzt ein wenig anders als beim letzten Mal, wo ich gespielt habe. Wir haben hier die kompletten Gebäude verloren. Und wir brauchen jetzt noch... Moment, Priester habe ich schon, ja. Wir brauchen, glaube ich, noch 5 Cyborg-Fabriken. Beziehungsweise, ja, doch, Fabriken. Und die müssen wir uns jetzt mal hier in der zweiten chinesischen Stadt holen. Und ich hoffe mal, auch alle Patrouillen haben wir jetzt ausgeschaltet. Die Priester... hole ich gleich mal hinterher. Wir können jetzt leider nicht mehr unsere Truppen reparieren, da wir alle Apoll verloren haben und der hier die Fabriken sind, wie gesagt, auch zerstört. Daher können wir im Moment keinen neuen bauen. Ja, und hier unsere beiden Gebäude, scheiß drauf. Die brauchen wir sowieso nicht. Es geht jetzt nur noch darum, 5 Cyborg-Produktionsstätten zu erobern. Peking sollte auch relativ am Ende sein, hoffe ich zumindest mal. So, die Priester hinken hinterher. Ich hoffe mal, die werden jetzt nicht gekillt von irgendwelchen Einheiten, die hier noch rumstromern. Aber eigentlich sollte das jetzt alles laufen. Hier sind noch ein paar... Ne, ein Turm nur noch, okay. Bürger, die kann ich mal ignorieren. Chinesische Luftstreitkräfte sind hier noch... Oh shit, ein paar Panzer. Aber solange das nicht zu viele sind, sollten die keine Probleme machen. Priester gleich hinterher. Flakstellung kommt mal eben weg. Und dann würde ich sagen, ich zerstöre mal alle unnötigen Gebäude, damit der Gegner hier keine Panzer und andere Einheiten mehr bauen kann. Und die Universitäten müssen natürlich auch weg. Priester, wo seid ihr? Die sind... Okay. Priester sind direkt in der Nähe. Da, Hyperion tötet sie. Und schon ist Ruhe. So, die erste Cyborg-Fabrik gehört uns. Panzerfabriken kann weg, die Kaserne kann weg. Stehen hier sonst noch Gebäude? Nee, die anderen brauchen wir noch. Sind hier noch feindliche Cyborgs? Nein. Gut, Gruppe 1 kann sich dann mal damit beschäftigen, hier die Flugfelder auszuschalten. Während die Priester hier am Machen sind, was natürlich mal wieder ewig dauert. So, das war Nummer 2. Okay, das war Flugfeld Nummer 1.
Oh, das ging jetzt schnell. Gut, zwei Gebäude fehlen noch. Dann holen wir uns doch noch das da. Ach komm, hier den Buddha machen wir auch noch mal hinweg. So, ja, ihr seid auch so doof. Ihr solltet es doch bekehren. Meine Fresse. Das war Nummer 4. Und ich hoffe, der geht jetzt auch so schnell wie die anderen. Ja, Kapitol wird der Gegner nicht mehr brauchen. Und das war Nummer 5. Die chinesischen Fabriken sind unter unserer Kontrolle. Die Schwarzhemden haben geformt kurz vor dem Sieg. Die Herrschaft Neurusslands auf dem Kontinent ist gesichert. Die Pläne meines Vorgängers und Meisters gehen auf. Die Zeitreise-Experimente kamen zu spät und waren zu gering. Ich muss Molotows Genesung überprüfen. Meine Wissenschaftler sagen, die Reparaturen seien abgeschlossen. Was ist passiert? Was haben Sie mir angetan? Ich bin eine Art Monster geworden. Stören Sie sich nicht an unbedeutenden Äußerlichkeiten, Molotow. Sie haben eine hohe Strahlendosis abbekommen, aber Sie leben noch. Sie sollten mir danken. Diese Verbesserungen haben Ihnen nicht nur das Leben gerettet. Sie werden auch effizienter als normale Menschen sein, wenn Sie sich daran gewöhnt haben. Jetzt sind Sie mehr wie ich. Das ist nicht gerade tröstlich. Aber wenigstens kann ich weiter Neurussland und seinem Volk dienen. Ja, er sieht ein wenig merkwürdig aus. Und ich denke mal, damit sollte die Mission jetzt abgeschlossen sein. Wenn diese Zwischensequenz jetzt mal... Ach komm, hier, ich mach mal Escape. Beschleunigen wir das mal eben. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts mehr übersprungen. Ja, sie haben gesiegt. Gucken wir nochmal eben, was haben wir da noch? Achso, das ist Molotow. Hier sind noch ein paar Hyperien. Na, ansonsten keine anderen Einheiten mehr. Hier jede Menge Stein. Na gut. Ja, ich bin froh, dass wir diese Mission endlich abgeschlossen haben, nach wer weiß wie vielen Abstürzen. Und jetzt darf ich erstmal mich ransetzen und das alles möglichst synchron zusammenschneiden. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der Abstürze. Und wir sehen uns dann auch in der nächsten Mission wieder.